Hallo, ich bin Ihre Servicehelferin und führe Sie durch dieses Video, damit Sie zukünftig Ihre Veränderungsmitteilungen ganz einfach, digital und online erledigen können. So sparen Sie viel Zeit und auch der ein oder andere Weg in Ihr Jobcenter oder zur Post fällt damit weg. Und Sie sparen auch notwendige Kosten für das Porto. Schritt für Schritt gehen wir jetzt zusammen durch die Anwendung und Sie werden sehen, dass es ganz einfach ist und viele Vorteile bietet, wenn Sie Ihre Veränderungsmitteilung ganz in Ruhe und bequem zu Hause direkt auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer ausfüllen und gleich an Ihr Jobcenter schicken. Gut, oder? Jetzt starten wir. Zunächst gehen Sie auf die Seite www.jobcenter.digital und melden sich dort mit Ihren Zugangsdaten der Jobbörse wie gewohnt an. Wenn Sie noch keine Zugangsdaten haben, wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner im Jobcenter. Sobald Sie eingeloggt sind, gehen Sie auf den Menüpunkt Veränderungsmitteilung. Hier finden Sie auch in Ihrem persönlichen Archiv bereits begonnene oder versandte Veränderungsmitteilungen. Außerdem gibt es viele Tipps und Antworten auf häufig gestellte Fragen. Gehen wir jetzt direkt auf Veränderungsmitteilung. Sie sehen nun 5 Bereiche: Wohnen, Arbeit, Einkommen, Familie und Sonstiges. Wenn Sie Ihrem Jobcenter jetzt zum Beispiel mitteilen wollen, dass Sie eine neue Arbeit aufgenommen haben, klicken Sie auf Aufnahme einer neuen Beschäftigung. Hier werden nun die Informationen zu Ihrem neuen Arbeitgeber und Ihrem Einkommen abgefragt. Ganz bequem und in Ruhe können Sie Ihre Angaben in die entsprechenden Felder eintragen. Dabei werden auch weitere Details abgefragt, wie zum Beispiel, ob Ihr neuer Job unbefristet oder auf Zeit ist. Das Zutreffende klicken Sie einfach an. Wenn Sie mal unsicher sind oder nicht weiter wissen, finden Sie bei den Begriffen Fragezeichen. Mit nur einem Klick finden Sie dahinter Hinweise, die Ihnen beim Ausfüllen helfen. Und sollte doch mal eine Antwort offen bleiben, helfen Ihnen gern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihres Jobcenters weiter. Dabei wichtig: Sie können die Bearbeitung Ihrer Veränderungsmitteilung jederzeit unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Ihre bereits getätigten Eingaben werden natürlich sicher zwischengespeichert. Zurück zu unserem Beispiel, Ihrer Mitteilung zur Arbeitsaufnahme. Für Ihre Angaben zu Ihren Werbungskosten und anderen Beträgen, die Sie auf Ihr Einkommen zur Neuberechnung Ihres Anspruches aus Arbeitslosengeld II anrechnen lassen können, liegt hier die Anlage EK als Vorlage zum Download bereit. Sie können diese nun direkt online ausfüllen. Auch hier steht Ihnen eine Ausfüllhilfe zur Verfügung. Anschließend können Sie die Nachweise gleich beifügen. Wie? Einfach scannen oder mit dem Smartphone fotografieren und hochladen. Achten Sie dann darauf, dass auf dem gemachten Foto alle Angaben gut lesbar sind. Mit wenigen Klicks fügen Sie Nachweise Ihrer Veränderungsmitteilung bei und schicken sie direkt an Ihr Jobcenter. Natürlich können Sie die hochgeladenen Dokumente jederzeit auch wieder löschen. Sie möchten die Formulare lieber ausdrucken und per Post schicken? Das ist selbstverständlich auch weiterhin möglich. Wenn Sie Ihre Eingaben abgeschlossen haben, gibt es zum Schluss eine Zusammenfassung. Ganz in Ruhe können Sie nun nochmals in einer Vorschau Ihre gemachten Angaben prüfen und wenn nötig korrigieren. Abschließend bestätigen Sie Ihre Angaben und klicken auf Mitteilung senden. Es erscheint die Nachricht: Sie haben Ihre Veränderungsmitteilung online abgeschickt. In Ihrem persönlichen Archiv ist die versandte Veränderungsmitteilung nun hinterlegt und auch jederzeit als Nachweis abrufbar. War doch gar nicht schwer, oder? Sie haben Zeit gespart und den Weg zu uns. Und Sie wissen, dass Ihre Daten sicher bei uns im Jobcenter angekommen sind.